Ja, hallo, vielen Dank an den ABC-Salon, dass ich heute hier sein kann und euch mit euch einen Schritt zurückgehen kann. 9 Jahre zurück, Open Everything, Buchstabe O, dass ich euch da jetzt ein bisschen was zu erzählen kann. Ich tue dies im Grunde in Vertretung für Andrea Götzke, die damals über New Thinking eben sehr engagiert in einer der ersten Agenturen, die mit Open Source Software gearbeitet hat. Und diesen ja, Open Everything Diskurs eben auch vorangebracht haben. Die Initiatorin war, Open Everything nach Berlin zu holen. Es ging um eine globale ja, Diskursinitiative, die an vielen Standorten, nicht nur in Berlin, stattgefunden hat. Vielleicht mal eine kurze Frage in den Raum. Wer war da? 2008 war das, 6. Dezember, Open Everything im New Thinking Store. Keiner erinnert sich. Es ist doch zu lange her. Michelle war auf jeden Fall da. Michelle gehörte mit zum Team. Ein harter Kern. Nicole Ebber, die ist wahrscheinlich hier gerade irgendwo im Nebenraum, im Büro beschäftigt. Eine langjährige Wikimedianerin mit großer Verantwortung. Michelle kam von Creative Commons. Wer war noch dabei? Cecilia Palmer aus dem Open Fashion Bereich. Die kann heute leider auch nicht da sein, weil sie krank ist. Martin Schmidt vom New Thinking Store, also so ein Haufen Aktiver, die gesagt haben, ja, hier in Berlin sollte dazu auch mal was stattfinden. Es ist so viel im Raum an Open Source, an Initiativen, die sich als Open labeln. Aber was ist das eigentlich? Von Open Moon bis Open Money bis ja, Open Everything. Und genau, da hat Andrea diesen Event gestartet. Wir wollten uns ja, eben diese Initiativen zusammenbringen. Ups, da, ups. Da seht ihr nochmal die anderen Standorte. Vorher gelaufen ist es auf jeden Fall in London. Wir haben am 6. Dezember dann auch ein Handover gemacht, morgens mit Hongkong und abends mit Wisconsin. Das kommt auch hin mit den Zeitzonen. Das war ganz, ja, global verbindend. Was haben wir gemacht? Also wir haben im Grunde einmal innegehalten, kann man sagen, und auf die Situation geschaut vor 9 Jahren, was Digitalisierung bedeutet, welche neuen Paradigmen das, ja, die Kriterien der Digitalisierung oder die neuen technischen Möglichkeiten als Impact für die Gesellschaft bedeuten. Das muss ich hier, glaube ich, nicht weiter erläutern. Deswegen sind wir hier, weil uns das umtreibt, weil uns das interessiert. Das waren auch noch mal so ein paar Gedanken, die eben vor 8, 9 Jahren so irgendwie auch voll neu waren und im Raum standen. Ihr seht auch da an der Wand ein paar Zitate. Das waren so Sachen, die wir gesammelt haben. Wir haben so versucht, eben den Diskurs ein bisschen zu beleuchten und zusammenzutragen. Und wir haben halt versucht, auf diesem Event eben für Berlin oder auch deutschlandweit verschiedene Initiativen, Showcases zusammenzusammeln. Also und zu gucken, was bedeutet das denn für die Anwendungsbereiche, diese neuen Kriterien des Open, was bedeutet es? Das ist jetzt nur mal ganz kurz, ich habe das einfach mal, ich habe in den Leichen, sage ich mal, des Internets, in den Tiefen gegraben, habe ganz, ganz wenig gefunden noch. Wir haben das auch nicht gut dokumentiert, muss man mal sagen, eigentlich. Es gibt noch eine Mixed-Seite, wer das noch kennt, also die irgendwie noch so halb aktiv ist mit so ein paar geschrotteten Grafiken und so. Aber ich konnte halt noch mal rausziehen, wer alles da war. Und das ist, ja, finde ich schon irgendwie beeindruckend, wer eben schon alles da war. Und klar, es ist auch so ein bisschen Klassentreffen hier, aber es sind auch immer viele neue Leute da. Und die Initiativen wachsen und professionalisieren sich in vielen, vielen Bereichen. Ich habe mich natürlich gefragt, was mit dem Open Moon Project geworden ist. Ich hatte jetzt leider keine Zeit, das zu recherchieren. Das würde ich gerne noch rausfinden heute Abend. Was haben wir noch gemacht? Wir haben natürlich nicht nur gesammelt, wir haben auch weiterführende Fragen gestellt, auch in Anschlussevents. Ja, Offenheit, ist das ein neues Skillset fürs 21. Jahrhundert? Brauchen wir das? Wie kommen wir dahin? Welche Ideen sind überhaupt sinnvoll? Also nur weil alles offen ist, open, ist ja nicht gleich alles toll. Also ich
es stand auch mal so das Zitat im Raum, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Das war, glaube ich, von Silke Helfrich, also die viel über so Commons nachgedacht hat. Also eben ein Enthusiasmus mit dem nötigen, sage ich mal, kritischen Gespür auch. Das wollten wir mit Open Everything durchaus auch hochhalten. Aber auch natürlich gucken, was brauchen wir für Openness? Welche Tools, welche Mindsets? Viel im Raum stand auch schon die Frage eben ja, nach Währung, Bezahlsystemen, weil auch das war damals schon klar, ja, wie verdienen die Leute denn auch Geld? Ist ja schön und gut, Open Fashion und Schnittmuster freistellen, aber von irgendwas müssen wir ja auch leben. Wir haben gesammelt, wir haben sicherlich auch ein paar Ergebnisse zusammengetragen. Andrea und ich haben auf der Republika 2009 dazu ein bisschen was gesammelt. Das war mir auch irgendwie alles schon entfallen. Die Folien habe ich noch gefunden. Da haben wir so ein paar Sachen zusammengetragen, wo wir den Impact sehen von Open Culture. Also auf jeden Fall eine emanzipatorische Wirkung im Sinne von Empowerment, DIY, Do It Together. Auf jeden Fall sehr sichtbar. In der Musikbranche wurde das sehr sichtbar damals. Die Verankerung von nicht monetären Werten, sowas ist ja auf jeden Fall total stark und total bereichernd so für viele Bereiche, die Sharing Economy, aber auch für den Lernenden, die Persönlichkeitsentwicklung, sowas, ja, fand ich so eine ganz spannende Frage zum Beispiel. Und die Verstärkung von Kreativität in vielen Bereichen und vielleicht sicherlich hoffentlich auch das Potenzial für die Lösung komplexer globaler Probleme, die auch immer komplexer werden, ist jetzt nur für euch eine Anregung. Ne? Das ist jetzt keine hochwissenschaftliche Studie oder so. Das war Open Everything Berlin. Ja, Erfolg vielleicht. Wir konnten das in einem kleinen Salonformat weiterführen. Ich habe nur diese 3 Termine, es fängt bei Nummer 2 an, ich weiß auch nicht so genau, finden können. Ich war der Meinung, wir haben das viel länger betrieben, aber das war wahrscheinlich gar nicht so. Genau, haben uns dann nochmal mit Open Design befasst, mit den Open Workspaces, das war ja in 2008, da fing das Beta-Haus an, so seine erste Lab-Phase einzuläuten, das Hallenprojekt hat gleich gezogen, ich glaube nicht mit dem gleichen Erfolg oder es ist nicht in die Kommerzialisierung gegangen. Genau, und dann hatten wir auch noch so einen geschichtlichen, philosophischen Salon gestaltet. Das ist sicherlich ein Erfolg, ja, Misserfolg vielleicht, dass es dann nicht mehr weitergegangen ist. Aber ich würde sagen, da ist sie, die Michelle. Das genau, wurde auch fusioniert zum CC-Salon. Und das zeigt halt, dass die ja, Open Everything Salon-Kultur, sage ich mal, die wurde auf jeden Fall weitergetragen. Ja, nicht zuletzt halt hier mit dem ABC-Salon des freien Wissens, aber auch von Creative Commons und auch die Open Knowledge natürlich. Da passiert sehr, sehr viel, weiter nachzudenken und diese Bereiche und Initiativen weiter voranzutreiben. Kleiner Misserfolg, wir haben es nie geschafft, wir wollten immer so Sticker drucken, so Post-its, die sich so jeder auf seinen Rechner pinnt, das ist, glaube ich, genau, um einfach eine Inspiration zu geben, sein Mindset zu ändern oder sich immer wieder zu erinnern, was auch dahinter steckt. Es geht halt wirklich ja auch um eine Kultur des Teilens. Ja, vielen Dank.